Haben wir den Kanonenturm jemanden eigentlich ausgeräumt, den wir da gesehen hatten? Der hier so stand? Ich glaube nicht. Ich glaube, den haben wir einfach stehen gelassen. Hier. Geht den Finn und zerstört den. Na gut. Sei es drum. Wie bauen wir aus? Denn jetzt kommt von hier aus niemand über diesen Fluss drüber und ich möchte nicht, dass von der anderen Seite aus die Leute hier rüber rennen. Wie ihr wollt. Ausbau fertig. Ungeachtet dessen, bisher auf jeden Fall eine sehr schöne Karte. Für ein Erstlingswerk auf jeden Fall. Gut. Ausbau abgeschlossen. Sehr wohl. Ich glaube, wir marschieren jetzt langsam voran, oder? Ah, wir schauen noch ein bisschen vorher. Wie ihr wünscht, mein Herr. Flieg und zeig uns, was. Was die Karte auf jeden Fall abbekommen hat als Erstlingswerk. Okay, interessant ist allerdings, Straßen wurden schon spezifisch gezogen. Ich weiß. Straßen wurden spezifisch gezogen, auch mit Weggeweis und allem versehen. Also wie gesagt, gut möglich, dass sich ein Grundgerüst gegeben wurde vom Editor und man das dann angepasst hat, um es zu verbessern. Womit übrigens gar nichts falsch ist. Gut, ja, gut. Ja. Hier hocken die Waldbanditen also. Ja. Gibt's noch mehr irgendwo? Also, was ich noch sagen wollte, was definitiv ein Symptom an der Erstlingskarte ist, ist der Umstand, dass die Karte riesengroß ist. Jeder macht das. Jeder erstellt zum ersten Mal eine Karte und macht die unfassbar groß und realisiert dann, nachdem man die Burg gesetzt hat, oh, das ist ganz schön groß. Wie ihr wollt. Warum ist die Hälfte von euch einfach blöd? Ich verlange von euch Gewalt gegen Türme. Wendet sie an, verdammt. Natürlich, natürlich, natürlich. Schlagt ihr alle drauf? Gut, macht den Turm weg. So gut ich kann. Ja, mein Lord. Mit Riesenkarten an sich ist auch nichts verkehrt. Ich persönlich mag es zum Beispiel, dass man riesige Karten haben kann, wo man wirklich so eine Stadt in so einer Ecke gewissermaßen hat. Der Rest ist einfach fast schon einfach ein Land. Ja, ja, mein Lord. Aber eine Riesenkarte muss immer mit irgendwelchen Sachen schon durchaus gefüllt sein. Ansonsten ist es das Erkunden von leerem Gebiet. Flieg! Irgendwas muss man dahinter finden können. Wie ihr wollt, so gut ich kann. So gut ich kann. Wie ihr wollt. Gut. So. Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Oh nein! Der Tag der Abrechnung. Schlag den Turm schneller! Und dann werdet ihr alle entlassen. Damit ihr nicht sterben müsst. Was? Okay. Ich sehe, wie es ist. Der Feind ist bereit für einen kleinen Angriff. Und er scheint in diese Richtung hier unterwegs gewesen zu sein. Wir begegnen ihm jetzt auf offenem Feld. Ziehen wir aus. Ja, ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Ja, Milord. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wir haben in diesem Fall die Überzahl auf unserer Seite. Jawohl. Wir kümmern uns darum, wie ihr befehlt. Die hier bilden wir gerade aus als eventuell defensive Armee. Und als Reserve. Das kann ich. Sofort. Natürlich. Ja, wir kümmern uns darum. Ich hab kurz von Dare weggeguckt, sofort stirbt er. Ja. Ja, wird gemacht. Ja, Milo. Ja, Milo. Ja! Feinde greifen eure Häuser. Ich wusste, sie würden nach Süden marschieren. Ja, natürlich. Deswegen bin ich rausgezogen, um sie ihnen zu begegnen. Gruppe 0 kommt runter. Wir müssen ein paar Reparaturen durchführen. Angriff von dieser Flanke auch. Okay, das ist schon übel. Gruppe 1 marschiert weiter und tötet das hier.
Gruppe 2 kümmert euch um unsere Flanke. Lasset die Furcht von euch ab. Das war ein bisschen traurig. Du läufst. Lauf, 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 lauf. Schützen, gib Deckungsfeuer. Gut, dass wir unten einen Schießplatz haben. Das Stadtzentrum verlieren wir jetzt. Mehr Siedler können nicht aus dem Dorfzentrum. Zurück. Es ist kein Platz mehr vorhanden. Bewegen wir uns gesammelt nach hier hin. Euer Wunsch ist mir Befehl. Das war schon ein böses Manöver vom Feind. Ich weiß, er hat es nicht mit Absicht gemacht, aber es war trotzdem ziemlich cool. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Wie uns dazu bringen, hier unten nach hinten anzugreifen, nur um uns dann gewissermaßen hier in die Flanke zu fallen. Wie gesagt, die KI hat das nicht mit Absicht gemacht. Aber ich mag das dann noch. Wie ihr wünscht. Gruppe 4, schätze ich mal. Euer Wunsch ist mir Befehl. Gern. Der Sommer kehrt zurück. Wir kümmern uns darum. Da kommen sie. Sofort. Angriff. Wie soll ich greift mich konzentrieren, an. Wenn ihr mich kitzelt? Ihr werdet angegriffen. Macht sie nieder. Theoretisch gesehen ein ziemlich cleverer Einsatz einer zu einer kleineren Armee. Wir werden siegen. Denn wir können auf einer Karte wie dieser nicht überall sein. Bis in den Tod. Jawohl. Das heißt, strategisch betrachtet ist es eine ganz gute Idee, uns irgendwo anzugreifen, wo wir im Moment nicht sind. Ja. Ich hab getan, was ihr machen die gerade wirklich Hit-and-Run-Taktiken hier? Zeigen, was ihr gelernt habt. So soll es sein. Na, okay. Dann kämpfen wir ernsthaft. Wenn's denn sein muss. Feinde greifen euch an. Lass dich hinten auffrischen. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Bau. Zahltag. Sofort. Dafür sind wir genau die Richtigen. So, denn die haben natürlich eine kleinere, aber qualitativ hochwertigere Armee als wir. Insofern. Auf einer strategischen Ebene war das, was wir versucht haben, praktisch flawless. Unter anderem auch, weil während sie uns im Regen angegriffen haben, wo wir sie nicht richtig sehen konnten. Also das war... Ich bin schon fast beeindruckt. Wenn ich nicht wüsste, dass es ein Versehen wäre, wäre ich jetzt hier schon ansatzweise besorgt. Wenn ihr mich kitzelt, dafür sind wir genau die Richtigen. Seid unbesorgt. Natürlich haben wir es nicht so konsequent gemacht. Und natürlich haben wir uns dann rauskämpfen können, ohne zu große Schwierigkeiten. Dennoch, ich finde das lustig. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. So. Hat uns dazu gebracht, auch ganz kurz mal Pause hier zu machen. Und es ein Stück weit zurückfallen zu lassen. Konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt. Das heißt, wir müssen jetzt mehr vorgeschobene Lager benutzen. Wie ihr wünscht. Ja. Das Gebäude ist ausgebaut. So soll es sein. Ja, natürlich. Das kann ich. Gern. So, da Dario unten gestorben ist, ist er sehr nah am Feind, in der feindlichen Position gelandet, glaube ich. Wir sollten vielleicht nicht die ganze Armee losschicken. Ich glaube, die Helden losschicken reicht für den Anfang. Wir kriegen Dario auf jeden Fall zurück. Haben wir uns eiskalt das Dorfzentrum gesnackt. Oh, sie haben einen Turm. Vor uns Dario dann hier gestorben. Wahrscheinlich an den Truppen, die mit dem Turm gekommen sind. Das kann ich. Lasst mich bitte meine Die Armee ist stark genug. Feinde, komm, lauft. Wie ihr wollt. Wir haben sie gefunden. Der Abrechnung, Steuern und Sold werden gezahlt. Bleibt in Bewegung. Ja, natürlich. Die Armbrustschützen und die Arbalestenschützen alleine werden uns nicht so schnell tot kriegen, aber wenn wir von den Scharfschützen getroffen werden, dann kriegen wir richtig einen ab. Sehr wohl. In Ordnung. Wie ihr wünscht. Wie ihr wollt. Jawohl. So gut ich kann. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Wie ihr wollt. Einer eurer Helden wird angegriffen. Ich tue mit Heilung. Hilfe mein Bestes. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Natürlich. Das war ein guter Schuss von ein guter Schlag von Erek. Gut. Achtung. Gleich macht es Raps. Ja, ist gut. Hallo. Mist. Wurde überwältigt.
in den Kampf. Gut, gut. Betrachtet die Sache als erledigt. In Ordnung. Wie ihr befehlt. So, wir wollen die Nahkämpfer nicht reinbringen, solange Befestigungsanlagen drumherum stehen. Logischerweise. Ergreift sie. Halt, ich tue mein Bestes. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wenn ihr meint... Gebt Salem auf. Ja, natürlich. Darum ist jetzt auch wieder Teil von Gruppe 3. Gruppe 3, dafür würde ich Eric auf Gruppe 5 ziehen. Aber für den Moment brauchen wir, brauchen wir nicht so viele Buffs. Gruppe 0 soll hinterherkommen, damit wir in der Lage sind, uns wieder aufzustellen. Das kann ich. Sehr wohl. Zeig uns den Weg, wie ihr wollt. Feinden Darus näher. In Ordnung. Ja. Jawohl. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Zurück. Feinde greifen ihn an. Ich könnte schwören, ich habe gerade. Der Schießplatz ist wohl da. Dort oben im Baum. Ja, mein Herr. Ja, sie. Wie ihr wünscht. Stopp. Der Tag der Abrechnung. Steuern. Okay, die haben eine gesicherte Straße. So sieht das also aus. Ja, mein Herr. Halt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Jawohl! Da steht sie schon. Sehr wohl, in Ordnung. Macht sie nieder. Das kann ich. Wir erledigen nicht. Ja, mein Herr. In den Nahkampf gehen, Leute. Geht hier zur befestigten Straße. Oder zur ex-befestigten Straße. Für Ruhm und Ehre. Attacke! Dario, komm hier runter. Wo die Leibwagen noch immer hin wollen, das ist nicht unser Problem. Wir haben Reserven dafür. Ergreift sie. Natürlich. Ja, so. Das gibt ein feines Feuerwerk. Ich wusste, ihr würdet es tun. Zerstört den Turm. Richtet feindliche Truppen zusammen. Folgt mir in den Kampf. Salem, rück hier nach. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Für Ruhm und Ehre. Wo wurden wir gerade getroffen? Scharfschützen? Die tun ganz schön weh. Angriff. Deswegen müsst ihr sie ganz schön schnell zusammenschießen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Also Pilgrim, ja. Rückzug. Baut mir den Turm da oben. Salem, Heilung. In meiner Nähe, damit ich eure Wunden heile. Turm. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Kriegen meine Jungs und ich. Dann stürmen diese Nahkämpfer das Ganze mal ein bisschen. Bis in den Tod. Nur Mut. Wir werden siegen. Nieder mit ihnen. Feinde greifen euch an. Wird gemacht. So. Erregt den Beschuss darüber. Nahkämpfer da hinten drauf. Macht sie nieder. Ja, natürlich. Für die Ehre. So soll es. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Warum brennt ihr Erregt hinterher, Leute? Auf in die Schlacht. So soll da hinten gibt es noch feindliche Schützen. Pilgrim. Wir haben gerade ihr Ziel auf uns gewechselt. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ganz schön viele Truppen. Ist mir Befehl. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Hier zurück. Euer Wunsch. Gruppe 0 nachrücken. Gruppe 1 Dorfzentrum. Zeigen, was ihr gelernt habt. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Beast. Oben im Baum. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Wird gemacht. Ignoriert die Burg. Gruppe 0 ist unterwegs. Nein, unser Trupp ist gestorben, weil ich weggeguckt habe. Ich konnte ihn nicht rechtzeitig zurückziehen, weil ich weggeschaut habe. Schade. Ich will nämlich noch nicht ausradieren. Ich möchte zuallererst ein bisschen die Karte aufdecken. Aber letzten Schützen mit Linienformation machen uns echt das Leben zur Hölle. Ihr seht, wie viel die aushalten, weil wir nicht die Hauptmänner direkt treffen können. Ja, wir schießen automatisch jedes Mal einen neuen Schuss ab, sobald wir einen töten, aber dennoch. So groß ist der Wert davon jetzt auch nicht. Wieso? Wie seid ihr Gruppe 3? Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Keine Ahnung. Ja. Stopp. Ich tue mein Bestes.
wie ihr wünscht. Die Waldbanditen waren hier definitiv unser stärkster Gegner. Gruppe 0, Dorfzentrum. So, Dario. Okay, Erik ist schon mal gerade in Gruppe 5. Da ist drum. Jetzt geht nochmal jeder aufs Klo und dann können wir los. Ihr könnt euch nach hinten zurückfallen lassen. Wir brauchen einen neuen Truppschützen. Um unseren Verlust da auszugleichen. Wie ihr wünscht. Wir setzen unsere Lager hier gleich in den Wald. Einer eurer Helden wird angegriffen. Fertig. Für Ruhm und Ehre. Um den Nachschub kurz zu halten. Wir lassen die Helden die Burg schlagen. Einfach damit die von mir aus. Tut, was ihr müsst. Damit die Leibes hier beschäftigt sind und nicht irgendwelche dämlichen Wiederaufbauideen bekommen. Irgendwelche Wahnvorstellungen von wegen, sie könnten das, was sie verloren haben, wieder errichten. Jawohl, so soll es sein. Es regnet. So gut ich kann. Wir nehmen Dario auch mal mit. Sehr wohl. Weil er der bessere Kundschafter ist. Wie ihr befehlt. Jawohl. So, dann lecken wir hier mal kurz unsere Wunden. Waschen unsere Nahkämpfer wieder auf. Ja, mein Herr. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Wie ihr wünscht. Jawohl. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ausbau vollbracht. So. Jawohl. Ein Held ist in großer Gefahr. Ja. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Und einmal kurz alles auffrischen. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Das sind doch die einzigen, die so unglaublich viele Türme in dem Wald versteckt haben. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Angriff. Kriegen meine Jungs und ich heute. Bei den anderen war es nicht so viel. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So. Wird gemacht. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ja, mein Lord. Flieg! Und mal schauen, ob es irgendwo einen Schwefelhaufen gibt. Wie ihr wünscht. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wie ihr befehlt. Wir erledigen das. Feinde Darius näher. Das gilt doch normalerweise nicht für Gebäude. Einer eurer Helden wird angegriffen. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Wir werden sehen. Auf in den Kampf. Macht sie nieder. Normalerweise ist Feinde der Nähe. Oh, hier ist noch ein Turm. Normalerweise ist Feinde der Nähe doch bezogen auf Einheiten. Irgendeine Art, nicht wahr? Nein, scheinbar nicht. Scheinbar zählen Türme auch. Sofort. In Ordnung. Wie ihr befehlt. Ja, Herr. Wie ihr wünscht. Ja, gut. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja, wie ihr wünscht. Ja, jawohl. So. Die halten einfach die Leute hier ein bisschen beschäftigt. In Ordnung. Zumindest kann Dario ganz gut dabei helfen, die ganzen verdammten Türme im Wald zu finden. Wie ihr befehlt. Wir schleifen das einfach mal komplett. Einer eurer Helden wird angegriffen. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Beste Kaserne da rein. Der Sommer kehrt. Ah, endlich. Wie ihr wünscht. Ja, ja. So soll es sein. Sehr wohl. Ich tue mein Bestes. Da ist natürlich noch ein Turm. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. In Ordnung. Sehr wohl. Eure Arbeit. Und damit haben wir das Gelände gleich vernünftig angemessen erkundet. Jawohl. Ja, natürlich. Und es scheint tatsächlich, dass es hier nirgendwo einen einzigen verdammten Schwefelhaufen gibt. Sehr wohl. Ja, mein Lord. Schön, dass uns die Metallurgie freigeschaltet wurde. Wir hätten Schwefel bekommen können. Ich bin fertig hier. Wir hätten einfach das hier machen müssen. Zack, Schwefel gekriegt. An dem Punkt. So einfach wäre es, glaube ich, gewesen. Gruppe 7. Ich glaube, wir brauchen noch einen Bauernhof jetzt gleich. Wenn ich das Ganze richtig einschätze, so. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Habe Holz gefällt. Ah, da ist der Eingang.
wie ihr wollt. Also der eigentliche Eingang. Wird natürlich, um den Lager zu finden, einfach den Straßen folgen können, den drei Stück. Die hätten uns alle zu den Lagern geführt. Ausbau abgeschlossen. Aber an sich bin ich froh, dass wir es so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Wir erledigen das. Denn so haben wir hier von hier unten einen Weg und entlang dieser komplett einen Weg gefunden, der nicht entlang einer komplett befestigten Straße geführt hat. Oh, sie haben Schwefel. Ausbau abgeschlossen. So. In Ordnung. So soll es sein. Sehr wohl. Lehrt sie das Fürchten. Perfekt. Ja. Nach hier hin. Wie viele weitere Türme gibt es hier noch in diesem Wald? Sehr wohl. Wie ihr wünscht, mein Herr. In Ordnung. Wir erledigen das. Sehr wohl. Gut. Feinde. Kriegen meine Jungs und ich heute das darüber ein bisschen vorgehen. Gern. Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Gut. Halt. Wie ihr wünscht, mein Herr. Okay, es muss in diese Richtung sein. Wird gemacht. Da ist er. Gut. Wir bleiben hier. Gut. Da gibt es eine ganze Menge Türme noch. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. In Ordnung. So. Natürlich. Da kommt Eric auf die Art und Weise hin. Nur Mut. Wir werden siegen. So gut ich. Hier oben wird es hauptsächlich Wasser sein, wie es aussieht. Lehrt sie das Fürchten. Holt die Nahkämpfer. Ich glaube, es wird allmählich Zeit, die Burg niederzubrennen. Ergreift sie. Die Leibes versuchen auch schon wieder ihre Frechheiten. Zu Belagerungszwecken setzen wir die drei Türme drumherum auf. In Ordnung. Wie ihr befehlt. Wir erledigen das. In Ordnung. Eric, geh hier hoch. Dario, geh hier hoch. Sehr wohl. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Bauen wir ein paar wortwörtliche Belagerungstürme auf. Oh, sie haben einen Turm. Wieso ist hier oben ein Turm? Sehr wohl. Wir kümmern uns von allen Orten auf dieser Karte. Wie ihr wünscht. Einen Moment, ich bin sofort zurück. Okay, da hat es eine Tür geklingelt. Gut, weiter geht's. Jawohl. Aber warum hier oben? Warum ist ein Turm hier? Ja. Ausbauen. Wird angegriffen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Attacke. So scheint der einzige Turm hier zu sein. Natürlich. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, deswegen habe ich Eric noch mir hier einmal rumbewegt. Nicht, dass unsere Schützen gleich in irgendeinen anderen Turm reinrennen, den wir nicht gesehen haben. Ihr wollt. Ausbau vollbracht. Fertig. Und noch ein Turm. Schießen wir das Teil auf die Art und Weise, ist mal ein bisschen zu klump. Das kann ich. Bevor wir einen vollkommenen Sturmangriff hier drauf starten. Gut. Ausbau voll. Kommt runter. Wir erledigen das. Damit Gruppe 3 einmal komplett hier. Hier ist Wasser. Das müssen wir jetzt nicht zwangsläufig hoch erkunden. Der Schwefel braucht noch ein bisschen. Und dann braucht die Mythologie noch ein bisschen. Das haben wir vor allen Dingen ohne vollkommen hochgetächte Truppen gemacht. Oder ohne Kirche. Ohne hohe Steuern. Ja, komm, setzen wir noch einen weiteren Turm. Ich würde sagen, wir schießen das Teil auf die Art und Weise einfach komplett ganz gemütlich zusammen. Was macht ihr da? Bei Mohammed es sei. Betrachtet die Sache als erledigt. So sei es. Ich tue mit Allahs Hilfe. So. Ja. Lassen wir einfach die Türme. Nein, Eric. Natürlich. So gut ich kann. Oben Eric macht das schon. Lassen wir die Türme das machen. So.
Da könnt ihr unsere Power-Pose annehmen, während ihr darauf wartet, dass die Burg jetzt zusammengeschossen wird von unseren wortwörtlichen Belagerungstürmen. Hackholz. Mal schauen, ob Metallurgie und Kanonentürme vorher noch durchkommen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich glaube irgendwie nicht dran. Ich glaube, die Ballisten schießen halt wirklich erst immer die Burg zusammen. Ich hätte natürlich weniger Schwefel kaufen können. Dann hätte ich keine Türme bauen können. Oder keine Kanonentürme bauen können. Hand drauf. Metallurgie geht los. Sieht aus wie Leibis. Ich möchte schauen, ob wir es mit Kanonentürmen hier beenden können. Können die ein bisschen was dagegen reparieren? Dann neue ausgebildet, nehme ich an. Natürlich, weil die KI einfach komplett ignoriert, dass sie eigentlich Bevölkerungsplatz bräuchte. Aber nee, die Burg wird trotzdem vorher fallen. Trotz meiner Bemühungen, die Leute auf was anderes schießen zu lassen. Sie wird vorher fallen. Sie muss gerade irgendwie mit 3 Hitpoints oder sowas noch stehen. Okay, scheinbar ein bisschen mehr als 3. Einfach nicht genug. Ein neuer Auftrag. Und so haben wir gewonnen. Und das ohne Schwefel zu finden. Sehr gut. Verlassen wir. Und das, liebe Gemeinde, war das ominöse Land. Schauen wir, wie wir abgeschnitten haben. Unsere gesamten Punkte sehen wir hier. Unsere 145 Gebäude. 26 Bauernhöfe, 28 Wohnhäuser und 30 Arbeitsplätze. 324 Soldaten haben wir am Ende gehabt. Das war, wo unsere Armee halt bestand. Die Motivation war im lustigen Zustand. Leibeigene sind wir auf 12 runtergegangen, nachdem wir Gruppe 8 entlassen haben. Aus Gründen. Die Arbeiter. Unsere Ressourcen sind einfach nur noch in die Höhe gegangen, weil wir einfach... sind einfach auch komplett ausgerastet. Schwefel? Gar kein. Haben wir ein bisschen was bekommen? Haben wir ausgegeben? Haben wir eingekauft. Holz hat einen lustigen kleinen Dip gemacht hier, weil wir dann die... Wir haben aufgehört, Holz zu hacken mit unserer Gruppe 8. Und dann haben wir auch einen Haufen Türme und ähnliches gebaut. 92 Gebäude zerstört. Eines verloren. Unser Dorfzentrum. Ganz am Ende. Einmal kurz gefallen wegen des versehentlich guten Manövers der KI. 1872 Leute erledigt und 265 verloren. Der Großteil war ja tatsächlich am Anfang, wo wir halt wirklich mit schwachen Truppen gegen Stufe 3 Truppen ankämpfen mussten. Und mit dem Helden im Kreis rennen durften. Und der Rest der Verluste waren einmal ein paar Leibeigene, wobei der Großteil entlassen wurde und Dinge, die die Waldbanditen involvierten. Die Waldbanditen haben uns die größten Verluste hier in dieser Phase jetzt zugefügt. Okay, und das da sind dann die Gesamtpunkte. Wir sind auch bei den Kills, das ist einfach kontinuierlich hochgegangen. Gut, liebe Gemeinde, das war diese Karte. Bin gespannt, mit welcher wir uns als nächstes befassen werden. Bis dahin wünsche ich allerdings euch allen sehr viel Spaß und wir sehen uns. Cheerio!